Ja, Trancoso, bla bla bla. Jetzt müssen wir wieder raus. Jetzt haben wir es geschafft, Leute. Ich musste keinen Schnitt machen. Alle sind zufrieden. Und warum ruft mich Palki jetzt an? Können wir das mal einer erklären? Ich bin in der Aufnahme. Nee, nee, Palki. Sorry. Ich kann nicht rangehen. Ich leg mal auf. Spinner. Nein, Spaß. Palki, hab dich lieb. Ich hab dich lieb, Palki. Ich hab dich lieb. Cooler Let's Player. Macht Spaß, mit ihm zu zocken. So, was will ich denn jetzt noch machen? Ja, erstmal holen wir uns jetzt Macho. Mann, Macho mal. Auf jeden Fall. Oh, Leute, jetzt reicht's. Jetzt müsst ihr nicht mehr kommen. Ist ja schlimmer als in Final Fantasy hier. Scheiße, komme ich unten eigentlich durch? Ja, oder ist ja nur die eine, genau. Geschafft, hier gibt's keine. Puh. Und los. Ah nein, stopp. Oh doch. Oh nein, stopp. Oh doch. Ich muss nur vorsichtig hier langlaufen. Denn ich möchte ja. Hier gibt es übrigens wilde Kadavras zu fangen. Auf Level 27. 29, glaube ich auch. Relativ stark. Also, wenn ihr so eins da kriegen könnt und mit Psycho-Pokémon trainieren wollt, kann ich echt nur empfehlen, dass ihr Kadabra nehmt. Das Ding ist richtig, richtig stark. Auch wenn es sich nicht entwickelt. So. Willst du ein Tragosso? Willst du es gegen Mashok tauschen? Immer gerne. Okay, verbinde das Kabel so. Ich verbinde hier gleich mal mein Kabel, ey. Ciao. Gib her das Mashok. Mashok! Hey, Prolo entwickelt sich. Mahomai! Ist das geil. Leute, ist das cool. Wir haben tatsächlich hier Prolo ein Mahomai. Karate, Schlag, Fußkick, Silberblick. So, und jetzt möchte ich mal eben die Attacken hier durchgehen. Schaufler. Nein, du brauchst keinen Schaufler. Ah, Donnerblitz. Pikachu, Gyarados, Nidoking und Pixie. Ich bin ja verleitet, Nidoking das zu geben. Teleport, Schwachsinn. Eisstrahl. Auch die drei. Steinhagel kriegt Prolo. Auf jeden Fall. Und TM7 Hornbohrer. Ah, Nidoking, cool. TM 18 Konter bekommt auch Prolo fürs Erste. Für Silberblick. Gut, damit haben wir Prolo ausgestattet. Unser Prolet. Und wir haben tatsächlich unser fünftes Teammitglied. Richtig cool. Was wir auch gleich mal einsetzen werden hier. Komm mal her. Komm mal her, du. Ich zeig dir was. Alter, das sieht von hinten so scheiße aus. Gucken. Er hat ja schon einen guten Angriff, ne? Also, da kann man nichts gegen sagen. Und er kriegt natürlich, das ist das Geile, Prolo wurde ja durch Tausch erhalten und kriegt spezielle Erfahrung. Das ist so cool. Ich weiß gar nicht, wie der Prozentsatz liegt, ob es doppelt so viel ist oder nur, es ist ein gewisser Prozentsatz, meine ich. Welcher genau ist mir leider nicht bekannt. Oder nicht, gerade nicht bekannt. Ach Mist, hat er überlebt. Müssen wir leider switchen. Pixie! Was mache ich denn jetzt mit Donnerblitz und Eisstrahl? Ich guck mal eben. Oder ich würde mal eben gucken. So, also es besteht ja die Möglichkeit zwischen diesen dreien. Nidoking, Gyarados und Pixie. Wer hat denn den höchsten Spezialwert? 61. 75, 64. Boden. Wenn Boden, wenn der Eisstrahl kriegt, dann kann er auch was gegen die Pflanzen da effektiv machen, ne? Ist Boden Gift? Ja, weißt du, Rad, komm. Nidoking kriegt jetzt Eisstrahl. Ist mir total Wumpe. Einige werden jetzt wieder sagen.
Kannst du nicht machen. Aber ich mach's jetzt. Seht ihr? Tada. Und Donnerblitz bekommt... Könnt ihr auch Garados beibringen, ne? Oh, Garados oder Pixie? Leute, Garados oder Pixie? Pixie kann Gesangkomprimator. Ach komm, Garados. Einfach mal aus Jux und Tollerei. Ich würde es aus... Ich würde es, wenn ich es logisch machen würde, Pixie beibringen. Aber ich will jetzt mal unlogisch spielen. Warum sollte ich logisch spielen? Fußkick weg. Schaufler lernen. Hehe. Wir machen jetzt mal echt hier jeden Quatsch. Hornbohrer, nein. Dann nutze ich das Let's Play jetzt auch zu. Einfach mal, um wirklich alles zu machen, was ich machen möchte. Um so ein bisschen zu sagen, jetzt trainieren wir mal richtig Kacke gegen den Strich. Aber so macht es mir Spaß. Und normalerweise würde ich da mit Taktik rangehen und wie ist es am besten und was könnte man machen? Scheiß drauf. Hier ist es wirklich so, im allerersten Augenblick soll das Ganze Spaß machen. Und genau deswegen mache ich das. Zack. Oh, ist das geil, wie der nach oben schnellt. Ich würde natürlich niemals einem Pixie Psychokinese oder so beibringen. Ich würde Pixie anders aufbauen. Ja, als Wall. Aber in dem Pokémon Gelb, ja, komm, warum nicht? Ist auch mal ein bisschen Abwechslung zum ständigen, ich mache das jetzt nach Plan Let's Play. Einfach mal, Silberblick. Ne, brauchst nicht. Einfach mal Willkür. Willkür walten lassen, Leute. Lasst Willkür walten und ihr werdet belohnt. Was haben wir hier? 5 Pokémon. Boah, Steinhagel. Boah, richtig übertriebener Angriff hier. Jawoll. Was ist das fies, ey. Karateschlag. Ja, Polo muss natürlich jetzt auch ein paar Level steigen. Ganz klare Sache. Das klappt am besten, wenn wir den durch die Bank trainieren. Boah, ist das nice, ey. Ist das nice. Leider gibt es die Attacke Kreuzhieb hier noch nicht. Dann wäre das Ding echt overpowered schlechthin. Aber er kann jetzt schon die Vielfalt. Gestein, Boden, Normal und Kampf. Konter ist doch noch... Jetzt werden wir gucken. Das ist Konter Normalangriff. Mautz, 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 Seemautz. Mal gucken, was haben wir denn da? Konter ist... Kampfangriff, machen wir doch mal. Ach man, jetzt Konter mal. Oh, buh. Ja, jetzt hier, Konter. Das war natürlich nichts. Jetzt hat er meinen Angriff gesenkt, das ist uncool. Da hat er dreimal nämlich Heuler eingesetzt, das ist sehr uncool. Aber wir one-hitten die trotzdem mit einem Volltreffer, was natürlich wiederum geil ist. Juhu! Oh Leute, ich kann euch gar nicht sagen, wie viel Spaß ich gerade habe hier. Es macht echt viel Spaß. Einfach mal so ein Pokémon spielen. Macht das auch mal. Wirklich. Nicht immer sagen hier, ich spiele jetzt Pokémon, weil ich das hier, ich will das beste Team der Welt schaffen und mit EV-Training und hast du nicht gesehen und sonst was alle. Nee. Schnappt euch mal eins von diesen alten Editionen, packt es an, legt es ein. Und dann macht man wirklich so einen Jux- und Tollerei-Spaß-Run. Einfach nur mal schnell durchspielen. Ihr seht ja, was dabei rauskommt. Also ich habe riesen Spaß. Macht echt Laune. Vor allem, wenn man hier wirklich die TMs, die man findet, nicht logisch verteilt, sondern einfach mal, ach komm, du hast einen hohen Angriff, kriegst jetzt mal das und das und das und das. Fertig. Gar nicht nach Typ gerichtet. Einfach drauf. Lalala. Und ihr seht, Prolo, wie sie ihn genannt hat, die Trainerin, der geht hier durch, ey. Jetzt habe ich keinen Schaufler mehr. Schade. Aber egal. Prolo weiß ich ja noch... Oh, ein Slimog. Cool. Weiß ich ja noch anders zu helfen. Ah, Konter ist nicht so schlimm, solange Karateschlag da ist. Das ist ja uncool. So. Noch ein Slimer. Komm, drauf damit. Steinhagel nochmal hinterher. Juhu. Und 29. Badadabba. Holen wir uns noch die hier. Dann sind wir durch. Dann haben wir die ganze Reihe hier auch durchgerockt.
mit Prolo. Nur mit Prolo. Oder? Ach ja. Jedenfalls, Prolo hat ordentlich Level erreicht. Wie ihr seht, er war auf 22, als wir ihn geholt haben. Hat sich jetzt erstmal 7 Level hochgepowert. Richtig nice. Und weg. Geil, geil, geil. So, Pipi auch weg. Gut, was möchte ich jetzt noch erleichtern? Ich möchte doch jetzt noch... Ja, Leute, komm. Als kleine Zugabe mache ich auch noch die Arena. In dieser Aufnahmesession. Ich wollte es eigentlich jetzt gerade beenden, hatte ich das so... Aber ich habe so viel Spaß jetzt gerade. Die Arena nehme ich noch mit. Bisasam ist noch dabei. Wird dann später ausgetauscht. Ja. Ja, ja, alles gut. Alles gut. Komm, Pikachu. Findest du mich noch mal gut? Pikachu mag mich, alles klar. Auch wenn er gerade wirklich der Loser unseres Teams ist. Er ist ja wirklich... Ach, verdammt, nicht so. Na. Ah, Pikachu, dauert auch noch, bis du richtiges Training kriegst. Wir müssen erstmal auf einer Wasserroute sein. Wir müssen erstmal Surfer können. Hier kannst du nämlich auch nichts ausrichten. Hier brauche ich Nidoking. Pixie vielleicht auch noch oder Prolo. Na, mal schauen. Lal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 
Ja, Wetter ist richtig toll. Mach mal hin da. Das einzige Problem könnte hier Tangela sein. Also ein bisschen nervig. Weil das hält auf jeden, glaube ich, das hält einen Eisstrahl aus. Ei. Ja, da macht's Rankenhieb ganz toll. Jetzt habe ich Angst. Der zieht auch noch wohl was ab, muss man ja wohl sagen. So, weg. Und jetzt kommen Ultrigarier. Die sind leider nicht ganz entwickelt. Finde ich ein bisschen schade. Das Ding steht auch noch. Das ist uncool. Das gefällt mir jetzt weniger. Hui, das war ein Volltreffer. Haben wir noch eins. Duflor. Ah, wahrscheinlich würde Nidoking jetzt draufgehen, wenn Blättertanz trifft. Yep. Schade, Nidoking hat es nicht geschafft. Challenge nicht bestanden, Herr Albers. Ja, Albers geht weiter. Psychokinese. Herr Alleswisser, ja. Ist ganz schön klug, wa? Nein, ich bin nicht Herr Alleswisser. Ich bin Herr, der Erika besiegt. Hehehe. Mir fiel mir das Wort Alleswisser gerade nicht ein. Jetzt habe ich irgendwas anderes da so. Alles. Ein zusammengewürfeltes Wort, aber egal. So. Arena auch geschafft. War jetzt nicht die größte Herausforderung. Ja, wir haben zwar Nidoking verloren. Und Herr Alleswisser hat sich geoutet als Herr, der den. Na, ist egal. Den Begriff Alleswisser nicht sagen kann. Ja, manchmal fehlen mir die Worte. Selten, aber es kommt vor. Verrat jetzt niemandem weiter. Jedenfalls haben wir jetzt auch hier diesen Arena-Kampf mit Bravour bestanden. Haben ein neues Pokémon-Teammitglied. Das ist der Prolo. Baba. Und dann würde ich sagen, Leute, ich danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen, so wie mir in dieser Aufnahmesession. Und bis zum nächsten Mal, ne? Bis dahin. Beste.